Also muss ich nächstes Mal... Also eigentlich muss ich nächstes Mal auf halbem Weg hier nach unten, muss ich irgendwie zum Vampir werden, wenn ich das als Vampir spielen möchte. Ich nehme mal den normalen Bogen mit abgeschworene Pfeile gegen Skelette, reicht das auch aus. Da müssen wir uns ja nicht die Mühe machen, hier die guten Waffen zu verwenden. Also die Armbrust macht ja halt wirklich abartig viel Schaden. Ich meine, 61 ja. Ist ja schon mal eine Hausnummer. Hören Gargoyles beißen eigentlich nicht. Nee, ich meine ja auch, dass hier Fräulein Vampir mich beißen wird. Mit den roten Leuchteraugen. Was ist das für ein Schalter? Ich schätze mal, wenn ich den ziehe, bricht hier gleich Sodom und Gomorra auf mich ein. Das sah ich. Wer ist da? Ja, jetzt nicht großartig rumrannen. Ich, nein. Ja, wenn jetzt hier nicht... Oh Gott. Es ist erheblich einfacher, Draugr umzubringen, wenn mir keiner dazwischen fuscht. Oh. Hat sie jetzt gerade den Draugr wiederbelebt? Oh. Das scheint so eine Vampirnummer zu sein, immer Draugr wiederzubeleben. Das kann ich ja nicht ganz nachvollziehen, aber das macht man anscheinend so. Naja, gut. Wie muss sein. Knoblauchbirnen? Ich glaube nicht, dass ich das Knoblauch hier mehr weiterhelfen wird. Oh, was wär's lustig, wäre mit ihr am helllichten Tag rumzulaufen. Ich wette, dann wird die gleich richtig schön viel Schaden von dem. Zweitens, Draugrbirn. Was ist denn das hier für eine Arena? Also ich sehe hier irgendwelche lustigen Sitze und Stiefel und Skelette. Nein, ich habe mich getroffen. Wer ist da? Schlecht. Oh, warum bleibt denn das Skelett jetzt stehen? Ich hab jetzt damit gerechnet. Oh. Die macht ganz schön Schaden. Die möchte man nicht jetzt ver... Alter, Skelett, das ist nicht dein Ernst. Sehen die Pfeile kommen oder was dann? Ey, das Skelett hat was angehabt. Also die haben Kleidung neuerdings, die Skelette oder was? Das ist aber auch neu. Ne, das ist wieder ein gewöhnlicher Draugr, ne? Oh, ein höherer Draugr. Todesfürst. Wer ist da? Meine Armbrust. Klasse. Einfach nur klasse. Ein höherer Draug-Todesfürst. Also das ist ja... Wer ist denn bitte schon auf die Idee gekommen, mir einen höheren Draug-Todesfürsten vorzusetzen? Hallo? Hallo? Ich bin gerne beruhigt. Okay, ich bin schon tot. Die Trolle, das war bei Gandalf. Trolle zu Stein werden, ja. Es gibt ja auch immer wieder Kontroverse, was Trolle und so weiter angeht. Ich schätze mal, das ist der Draug-Todesfürst. Den sollte ich den wahrscheinlich als erstes treffen, damit ich den Wissen noch mal einmal mindestens 2 Crits setze mit der Armbrust. Na. Oh Gott, den werde ich sowas von nicht tot kriegen, den Draug-Todesfürsten. Na. Ja, und lass doch die etwa Diener die Draugr töten. Geht das? Ja, klar geht das. Die hat hier auch noch einen Gefährten, die macht das. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Dann schießt ich hier ein bisschen aus der Entfernung mit dem Bogen und die macht das denn. Wusste ich doch. Au, ich hab das nicht getroffen. Oh, verdammt. Hä? Hab ich jetzt gerade meine Waffe fallen lassen? Boah, ist nicht sein Ernst. Also sie tankt auf jeden Fall schon mal. Also Vampire werden ja in Skyrim immer mächtiger, je mehr Hunger sie haben. Da sie hier seit mindestens 2000 Jahren in ihrer Gruft lag, würde ich stark vermuten, dass sie sehr hungrig ist. Na gut, das geht das auf jeden Fall. Du bist schon tot. Wie willst du da sterben? Oh Mann, ey. Das wird so viele Bolzen kosten. Was? Nein! Oh, warte. Das war Nachtsicht. Die wollte ich nicht gar nicht anmachen. Ich wollte hier wenden. Bin ich ja nicht so langsam. Hörst du mal auf, hier rumzubrüllen? Verdammt. Ja, etwa Diener ist leider zu schwach. Zwei Armbrust, ich glaube nicht, dass das geht, weil die Armbrust hier ist keine Einhandarmbrust wie ein. Hallo? Ich würde gerne nachladen. Ja, jetzt aber. Ach, da oben! Das ist übrigens gerade deswegen so hell hier, weil die Nachtsichtfähigkeit noch an ist. Die habe ich gerade aus Versehen angemacht. Das, Burn, auf welcher Schwierigkeitsgradstufe spielst du eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal stark vermuten auf schwer, glaube ich. Weil. Warte, das können wir nachgucken. Gameplay, ja. Wo steht? Experte spiele ich. Naja, kann man mal machen. Das ist auch der Grund, warum ich mich immer so viel aufrege, weil ich so oft sterbe, weil ich halt auf Experte spiele. Das kommt vor. Eben als Kriegsachs, genau. Burn, nimm den Windscherer. Jetzt brauche ich auch nicht mit anfangen. Hallo, Serana. Was gibt es?
Naja. Die hat auf jeden Fall zumindest schon mal eine ansatzweise modische Kutte. Ach, dieser hässliche Drauge hat mir ja gerade meinen Bogen aus der Hand geschrien. Das ist insofern jetzt doof, weil ich jetzt hier umrüsten muss, dass ich den Bogen wieder auf den 3 habe. Mit Aufladen könnte ich den Bogen eigentlich auch mal wieder mit einer Seele. Was? Ich habe mich getroffen. Oha. Achso, ich schleiche ja gar nicht. Warum schleiche ich denn nicht? Das sollte ich vielleicht mal tun. Ja, die Fallmachpfeile sind sowieso gleich alle. Ja, wir vor allen Dingen. Warte, ich muss mal kurz den Bogen aufladen. Wenn der magischen Schaden macht, ist der, glaube ich, deutlich stärker. Na. So. Björn, modische Kutte? Vor 2000 Jahren vielleicht. Ach, ich finde die gar nicht schlecht. Nordschwert? Ja, okay. Also, ich glaube, sie liegt noch nicht seit ganz 2000 Jahren hier, weil die Nord waren, glaube ich, vor 2000 Jahren unterwegs. Ich das damals in der Hauptquest richtig verstanden. Oh, es gibt ein neues Wort. Ha. Ho. Ich glaube, leider habe ich leider keine Drachenseele mehr da, oder? Was gibt's denn hier Schönes? Ja. Wort der Macht gelernt. Ausdauer, Lebenskraft entziehen. Das klingt fast wie ein Vampirschrei. Naja. So hat der Gute ein Elfenschild, Gold, Stahlkrieg, Gift der Lähmung. Ja, Gift der Lähmung nämlich gerne. Das hätte ich mal anwenden sollen. Wer ist er denn da unten? Verbrannte Leiche? Jetzt aus würde er immer noch brennen. Also Skelette kriegen auch nicht so viel mit, ne? Ich sehe gerade, da ist ja noch ein Skelett. Ich will so schlecht im Bogen schießen. Das kann man echt niemandem anbieten. Das ist eigentlich eine Offenbarung, dass ich diese hässliche Armbrust gekriegt habe, weil. Alter, macht sie einen Schaden mit ihren Zaubersprüchen. Achso, sie nimmt ja auch mal die Skelette mit. Die sind zwar ein bisschen unausgerüstet, aber. Na egal, ist das. Ja, als Nordschild. Sehen wir zu, dass wir hier rauskommen aus der komischen Arena. Aber ich befürchte irgendwie fast, dass das hier. Also, ich rechne jetzt eigentlich gleich mit einer üblen Überraschung. Das ist. Vor allem, dass sie nicht weiß, wie sie hier reingekommen ist. Oh, wo kommt man jetzt raus? Oh Mann, ey. Ziel Himmelsrand. Ja, geht so ein bisschen präziser. Wo ein Himmelsrand? Ja, Zauberbücher werden durch Lesen zerstört. Das ist echt ein Problem, glaube ich. Aber zumindest sichert es die Industrie, weil jede Generation braucht ja neue Zauberbücher. Wie kann ein Zauberbuch überhaupt durch Lesen zerstört werden? Liest man das so intensiv, dass es auseinanderbröckelt? Oder wie läuft das? So. Wie reagiert sie jetzt eigentlich bitte schon auf Licht? Aber hier scheint die Sonne. Bei diesem Wetter ist das besser als die Höhle. Mit diesem Wetter meinst du, ist es eigentlich wirklich Tag? Naja, es ist kurz vor Abend. Egal, dann reisen wir mal mit Cyrana mal zur Dämmerwacht. Mal sehen, was sie davon hält. Bin ja auch sehr gespannt, was Isran dazu sagt. Da ist die Dämmerwacht. Dass es so einfach geht? Okay. Naja. Reisen wir zur Dämmerwacht. Mit der Vampirin. Ich hätte gleich sagen, die Dämmerwacht... Bereitet mir Unbehagen. Ich werde am Eingang auf euch warten. No! Verdammt. Wie das wohl kommt, dass dieser Ort hier Unbehagen bereitet? Das kann ich mir überhaupt gar nicht erklären. Ich brauche auf jeden Fall neue Bolzen. Ich habe fast 50 Bolzen verschossen im letzten Einsatz. Ah, der Windscherer ist natürlich im Nahkampf besser, aber der macht halt verdammt wenig Schaden. Also so vergleichsweise zu den anderen Waffen, die ich dabei habe. Naja, ist so eine taktische Frage, ne? Der Windscherer ist halt eine Waffe, mit der ich nicht verlieren kann. Muss ich zwar stundenlang drauf prügeln, aber letztendlich kann ich damit eigentlich nicht sterben, solange ich nur einen Gegner habe. All die, weil der Gegner nicht zum Zuge kommt. Oh! Nee, hör, wer bist du denn? Wori? Ihr braucht etwas? Ja, wer bist du? Wo kommt denn Wori auf einmal her? Die war doch, die hat doch vorher nicht gewohnt. Also die ganze Dämmerwacht sieht übrigens so aus, als müsste man sie hinterher verteidigen, BZW erobern. Zumindest so vom Aufbau her. Die Burg sieht, also vom Design her, würde ich fast sagen, dass sie hier so gebaut ist, dass man die tatsächlich auch verteidigen kann, weil hier sind lauter so eine Stellen, wo man hoch oben stehen kann und runterschießen und, beziehungsweise wo auf einen von oben geschossen werden kann. Ach, naja. So, ich werde Isran halt gar nichts zu sagen, dass ich die komische Vampir-Maid dabei habe. Und wird wahrscheinlich dementsprechend wenig zu sagen haben. Na. Huh. Isran? Na schade, er hat nicht weiter trainiert. Hm. 8 Stahlbolzen sind jetzt aber nicht unbedingt die Menge. Oh, da ist er doch. Nee. Fühlt ihr euch krank? Ach ja, richtig, da war ja was. Sorry. Alter, nee, ich behalte den Vampirismus mal noch bei, bis mit Isran nicht geredet habe. Ob der das sofort sieht? Und das ist ja Durak. Verdammt, wo ist Isran? Was ist der denn?
die denn alle? Ah, Mann, ey. Ich habe ja leider kein konkretes Questziel, jetzt wirklich zu Isran zu gehen. Das mache ich ja gerade mehr oder weniger aus Eigenregie. Ich höre einen Hund. Hund? Ich möchte eigentlich keinen Hund dabei haben, aber... Weil Hunde sind laut und machen... Dann koten die alles zu und dann ist doof und... Nee, ich möchte keinen Hund haben, aber... Was kann ich mir, ach. Ach ja. Ich habe die Gerüchte in Himmelsrand gehört. Ich weiß, dass sich etwas zusammenbraut. Und ich habe die Vampire gesehen. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder hätte ich in Furcht vor der Nacht leben oder dabei helfen können, mein Volk zu beschützen. Ja. Spielst du mit dem HD-Pack? Ja, ich benutze das HD-Pack, aber ich habe keine Ahnung, ob es das für Dawnguard schon gibt. Aber ich würde mal stark vermuten, dass nicht. So, jetzt aber hier, Isran. Hattet ihr Glück? Hatte Tolan recht, dass sich die Vampire für die Trübhöhlengruft interessieren? Yep, hatte recht, und ist tot. Dummkopf, ich hatte ihn doch gebeten, nicht zu gehen. Die Wächter hatten schon immer mehr Mut als Verstand. Habt ihr wenigstens herausgefunden, wonach die Vampire da drinnen gesucht haben? Ja. Das ergibt nicht viel Sinn. Wo ist diese Frau? Wer ist sie? Sie sagte, sie nur, ich wollte nicht mit mir herkommen, aber sie möchte, dass ich sie nach Hause bringe. Nach Hause? Wo soll denn das sein? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber wir müssen es herausfinden. Entweder besitzt sie etwas, was die anderen Vampire wollen, oder sie ist aus anderen Gründen wertvoll für sie. Och, sie hat eine Rolle der Alten dabei. In jeder anderen Situation würde ich sie allein auf den Verdacht hin töten, dass sie ein Vampir sein könnte. Aber sie ist definitiv einer. Ist etwas anderes. Ich würde tun, was sie verlangt. Bringt sie nach Hause und seht euch an, wer noch in dieser Burg lebt. Ja, aber woher weißt du denn, dass das eine Burg ist? Dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Ja. Guten Tag. Verkauft mir. Ihr braucht etwas? Ja, schade, hier handelt doch keiner mit mir. Ich habe ja irgendwie gehofft, dass hier... Ja, vermeide Schlaf. Ja, ich warte ja maximal. Na gut, dann tütern wir uns jetzt mal kurz ein Krankheitsheilungsdingens rein, bevor wir noch zum Blutsauger werden. Das wollen wir alle nicht. Wie heißen die Dinger? Heißen die Zaubertrank der Krankheitsheilung? Ja, doch. Zack. So, dann sollten wir jetzt auf jeden Fall wieder hergestellt sein. Ja, ist weg. Wunderschön. Zeig mal den neuen Schrei. Oh, ich glaube, das mit einem neuen Schrei, das wird nicht gut funktionieren, weil ich keine, keine Seelen habe. Und... lebt doch. Ich habe noch eine Seele, ist ja schön. Lebenskraft ziehen ist der neue, ne? Wir haben das R aktivieren. Ja, den benutzen. Wenn nicht, müssen wir halt demnächst mal auf Drachenjagd gehen. Ich glaube... Ah doch, hier draußen ist ja noch die komische Frau. Ich quicksave dann gleich mal. Hui. Aua. Noch ein bisschen tiefer und ich wäre gestorben. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was hat die eigentlich für einen coolen Hammer? Ich glaube, ich bin tot. Aber man hat sich leichte Rüstung dabei verbessert. Na gut, also neuer Schrei sieht dann so aus. Naja, hört sich jetzt nicht so dramatisch an wie Fuß runter! Also eher so mittelprächtig, sagen wir mal. Ich wechsle mal zurück auf Bogen, Aldi, weil ich einfach viel mehr Pfeile habe als Bolzen. Waren das einfach, sind das eigentlich Stahlbolzen oder ist das, stand da einfach nur Bolzen? Das wäre jetzt auch noch mal kurz interessant zu wissen. Na. Also es ist ein Stahlbolzen, das heißt, es könnte eventuell auch noch an Burn, den Schrei doch zum Drachen fangen. Die Drachen das Leben und die Ausdauer aussagen? Wie lange soll ich denn da rumschreien? Das wird, glaube ich, ewig dauern. Na gut, dann nehmen wir mal die kurze, sammeln wir die mal kurz wieder auf. Dass die hier am helllichten Tag rumlaufen kann. Ich meine, das können Vampire in Skyrim durchaus am helllichten Tag rumlaufen, ohne in Flammen aufzugehen. Es gibt ja in der Literatur verschiedenste Sachen. Da haben wir einmal die Stephen Meyer Vampire, die einfach nur irgendwie aussehen, wie als wären sie, hätten sie irgendwie in Glitzer gebadet. Dann gibt es da die Wolfgang Holbein Vampire, beziehungsweise eigentlich ist es ja Schwarze Auge Vampire sind das genau. Wolfgang Holbein hat ja für den nur geschrieben. Die verbrennen ja einfach, die verbrennen sofort, die müssen nur ein bisschen Licht sehen. Es sei denn, ist das ein Erzvampir, der um so ein komisches, der ist mehr so eine Dämonen-Zwischenart. Die verbrennen nicht sofort, die fühlen sich einfach nur schwach im Sonnenlicht. Die können da nicht so gut.